Ich freue mich sehr, dass ich heute hier die Ergebnisse der Münchner Pilotvorhaben des Lostama-Projektes vorstellen darf. Ich mache das nicht alleine. Martina hat gerade schon gesagt, Frau Christine Joas vom Heideflächenverein ist da und Herr Robert Rosser vom Verein Dachauer Moos. Die Katharina Reiche vom Regionalmanagement München Südwest kann leider nicht da sein. Ich werde dann ihren Part übernehmen. Wir haben gemeinsam zu viert an den lokalen Projekten gearbeitet von Lostama und ich werde jetzt eine kleine Einführung geben, was jetzt eigentlich dieses EU-Projekt für die lokale Ebene machen wollte, und dann schauen wir uns gemeinsam mit Frau Joas und Herrn Rosser die Ergebnisse an und bewerten eben auch so ein bisschen oder beantworten die Frage, ja, was hat das denn jetzt eigentlich gebracht, so ein EU-Projekt auf der lokalen Ebene. Erstmal zum Namen, für die, die heute Morgen nicht da waren. Lostama steht neben dem abgeleiteten bayerischen Losterma, also im Sinne von auf geht's los, packen wir's an, für Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas. Und dementsprechend ist auch unser Partnernetzwerk aufgebaut. Also wir haben verschiedene Stadtregionen, Städte im Alpenraum, wirklich von Wien über Ljubljana, Salzburg, Trient, Piemont bis nach Grenoble hatten wir Partnerinstitutionen und sind von Knowledge-Partnern betreut worden. Drei Universitäten, die Technische Uni München war natürlich dabei, die Eberhard-Karls-Universität und die Universität Grenoble-Alpen. Also drei Universitäten. Das Projekt lief drei Jahre, hat 2016 angefangen und wie heute Morgen schon gesagt wurde, also gestern und heute mit diesem Tag quasi den Abschluss gefeiert. Gestern intern und heute hier in diesem Rahmen. Kooperationspartner, ja, in Kooperation mit der European Strategy for Alpine Region und der EUSAN 7 und gefördert wurde das Ganze aus dem Interreg Förderung für den Alpenraum. Inhaltlicher Schwerpunkt war die Entwicklung und Verbesserung von stadtregionalen Grün- und Freiräumen. Eben gerade, wie Herr Paul hat es heute Morgen schon gesagt, auch die alltäglichen Landschaften, also jetzt nicht das Alpenpanorama, sondern die Landschaften, die wir direkt vor der Haustür haben, also in München zum Beispiel, Münchner Norden, Münchner Süden, also die Landschaften, die vielleicht auf den ersten Blick ja, alltäglich erscheinen, aber doch im Stadtkontext eine große Bedeutung haben. Grüne Infrastruktur, was heißt das eigentlich, was ist das, wie können wir das eigentlich besser einbeziehen? Vernetzung und der Kern des Projektes sind eben diese Pilotvorhaben, die jede unserer Partnerinstitutionen vor Ort gemacht haben. Und was auch so ein bisschen das Herz und das Lebendige an dem Projekt waren. Und das sind immer ein paar Bildauszüge. Hinten sind die Poster ausgestellt von unseren ganzen Partnern. Also gerne nochmal umschauen. Ich stelle eben, wie gesagt, oder wir stellen heute eben, wie gesagt, nur die Münchner Ergebnisse vor. Ziele der Münchner Projekte waren, informelle Kooperationsformate zu entwickeln und zu prüfen. Dafür wollten wir Partnerinnen und Partner aus der Region finden, mit denen wir irgendwelche Aktivitäten, Projekte umsetzen können. Und das alles steht unter dem Schirm oder im Fokus steht eben die interkommunale Zusammenarbeit, wie das in dem kleinen Cartoon ganz nett gezeigt ist, also den administrativen Gartenzaun einfach mal wegnehmen, sich auf Augenhöhe zusammensetzen und gemeinsam an etwas arbeiten. Genau, für diese Zusammenarbeit haben wir, beziehungsweise damals, das war vor meiner Zeit, mein Kollege Matthias Lampert, sich auf die Suche gemacht nach Partnerinnen und Partnern, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir haben drei gefunden, die gesagt haben, ja, da machen wir mit. Das war eben das Regionalmanagement München Südwest, Verein Dachauer Moos im Norden von München und der Heideflächenverein ebenfalls im Norden von München. Drei interkommunale Vereine, drei unterschiedliche Landschaften, führt also mit unterschiedlichen Herausforderungen, unterschiedlichen Zielen und Wünschen
Und das hat natürlich zu drei ganz unterschiedlichen Pilotprojekten im Rahmen von Lost Dharma geführt. Mit dem Regionalmanagement haben wir uns auf Schatzsuche begeben. Wir haben eine Landschaftsschatzsuche gemacht mit Bürgerinnen und Bürgern des Würmtals. Und am Ende ist natürlich auch eine Schatzkarte rausgekommen. Mit dem Verein Dachauer Moos haben wir uns mehr an die Politik gerichtet. Wir haben eine interkommunale Konferenz veranstaltet, wo es hauptsächlich um die Landschaftsentwicklung im Dachauer Moos ging, also die Zukunftsperspektiven, Möglichkeiten. Und mit dem Heideflächenverein wollten wir das Thema Landschaft mehr auf den Schirm bringen, also einmal im übertragenen und im tatsächlichen Sinne, und haben da das schon existierende, nicht verbindliche Landschaftskonzept Münchner Norden so ein bisschen als Aufhänger genommen und haben das visualisiert, neue Techniken, neue Medien genutzt. Genau, und das ist alles passiert von Winter 2017, 2018 bis eigentlich letzte Woche. Und jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer an, was wir da jeweils gemacht haben. Ich trage jetzt erstmal den Teil von Katharina Reichen vor. Die Schatzsuche. Sei mein Schatz. Entdecke Naturschätze direkt vor deiner Haustüre. Wir haben gestartet im Winter 2017, haben sämtliche Vereine aus dem Würmtal eingeladen, dass man erstmal einfach gemeinsam losgeht. Wie Sie das eben auch schon gesagt haben, erstmal in der Landschaft spazieren gehen, gucken, was ist da eigentlich los. Es war ein netter Auftakt, man lernt sich kennen, man schafft Vertrauen, man tauscht sich aus. Zur gleichen Zeit hat die TU München Studienprojekte gemacht, die sich mit der Landschaft beschäftigt haben, was nochmal ein ganz anderer Blick auf die Landschaft war. Es waren unterschiedliche Gruppierungen, die unterschiedliche Fragestellungen hatten, kamen sehr spannende Ergebnisse raus. Es ist immer irgendwie nochmal ein Augenöffner, wenn Studierende sich damit beschäftigen. Sind dann im Frühjahr 2018 in Workshops gegangen mit den gleichen Vereinen, die wir auch zu dem Kickoff eingeladen haben, haben dort auch die Chance genutzt, die studentischen Arbeiten vorzustellen, was irgendwie sehr schön war. Das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Oh, junge Leute beschäftigen sich mit unserer Landschaft, was kommt da alles raus? Das war irgendwie sehr nett. Genau, es war ganz wichtig, diese lokalen Vereine einzubinden, um ja, eine Akzeptanz, eine Toleranz zu schaffen, auch die Angst zu nehmen, ja, was wollen die da jetzt? Die wollen bei uns Schätze suchen und dann wollen die da alle hinbringen. Und eben gerade Naturschutzverbände sind dann ja auch sehr, sehr kritisch und haben Angst, ähnlich wie wir das eben im Statement von der Dame im Video gehört haben. Naja, einerseits wollen wir die ja gerne alle irgendwie draußen haben und die sollen ja lernen, was da das Besondere ist, aber andererseits sollen die auch bitte nicht überall hingehen. Und das war ein sehr wichtiger Prozess, einfach die Leute einzuladen, einzubinden von Anfang an. Dann sind wir im April, Mai in sozusagen die Schatzsuche gegangen, die auf digitaler Ebene stattgefunden hat, mit einer großen öffentlichen Beteiligung. Und da nutze ich jetzt einfach mal die Chance, dass wir da auch ein sehr schönes Video haben, auf dem Sie dann auch Katharina Reichel kennenlernen können. Dafür haben wir hier den Stand konzipiert und eine Online-Umfrage aufgesetzt, wo eben alle ihre Lieblingsplätze und ihre Naturschätze vor Ort markieren können, mit so einer Spraydose und da auch immer ein bisschen was dazu schreiben können. Rauskommen soll eine Schatzkarte, die eben die besonderen Schätze unserer Region aufzeigt und die dann eben auch erhältlich ist in den Rathäusern und verteilt wird auf den nächsten Märkten. Ich finde die Aktion super, weil die Stadt sich jetzt wieder stärker mit dem Außenraum widmet und den Rest mehr in den Fokus nimmt. Ich wohne seit 45 Jahren hier, habe noch nie erlebt, dass auf die Leute so eingegangen wird. Ich hoffe eigentlich, dass die Projekte angestoßen werden, im Außenraum der Erholungswerte mehr in den Fokus rücken.
und auch die Infrastruktur gleich verbessert wird und auch mal geschaut wird, wo Orte sind, die man stärker verwenden kann. Gesehen, dass wir diese Online-Umfrage eben auch auf verschiedenen Märkten beworben haben. Es wurde sehr positiv aufgenommen, das war sehr schön. Hatten eine große Beteiligung, wir hatten ungefähr 240, 250 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Daraus ist natürlich eine riesen Datenmenge entstanden. Also das war ja alles, wie Sie gesehen haben, digital mit so einer Art Google Map und dann konnte man da was markieren. War ein riesen Datenset. Da waren natürlich jetzt auch wieder Schätze dabei, die vielleicht die Naturschutzverbände nicht unbedingt teilen wollen. Also sind wir mit den Ergebnissen aus der öffentlichen Umfrage in einen zweiten Workshop gegangen und sind mit den Verbänden aus dem Würmtal nochmal ins Gespräch gegangen. Die durften sich die Ergebnisse angucken und durften aus Expertensicht eben nochmal sagen, ja, das nehmen wir mit rein, das nehmen wir nicht mit rein. Nochmal irgendwie so ein bisschen drüber nachdenken, was für Kapazitäten hat die Landschaft, welche Orte, also wo eben Besucherlenkung spielt da eine Rolle, wo auch eben das Ganze, was eben auch ein interkommunaler Bereich ist, also diese Landschaft, dass man nochmal überlegt, was gibt es da noch? Ist es irgendwie vielleicht doch mehr als nur das Würmtal, wo alle mit dem Fahrrad langfahren? Und diese Auswertung hat dann zu 10 Lieblingsorten geführt, die wir dann eben auch in einer Form veröffentlicht haben, gedruckt haben. Das ist jetzt leider ein bisschen schade, weil wir von der Veranstaltung gestern den Versand irgendwie, die Karten sind jetzt nicht hier, die hätten eigentlich hier sein sollen, aber irgendwie sind sie nach München gekommen. Also ich kann die Karte jetzt leider nicht zeigen. Es ist ein Postkartenformat zum Ausklappen, es sind 10 Orte, die sind beschrieben. Und ja, was kann man jetzt zu der Wirkung sagen? Was hat das jetzt auf unserer lokalen, regionalen Ebene gebracht? Es war tatsächlich eine enorme, überraschende Nachfrage. Also wir waren von der Presse total überwältigt, würde ich fast sagen. Wir hatten unglaublich viele Anfragen. Wir wollen darüber was schreiben, erzählt doch mal. Wir sind nochmal gefragt worden, dass wir mit Katharina Reiche nochmal rausgehen, nochmal ein Interview machen. Wir hatten am Anfang gedacht, ach naja, so 1000 Exemplare probieren wir erstmal. Die waren in weniger als 4 Wochen weg. Dann haben wir 3000 nachgedruckt, die waren wieder in weniger als 3 Wochen weg. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir haben das vielleicht einfach so als kontinuierliches Giveaway einfach da. Es ist kostenlos, es ist öffentlich, also liegt zum Beispiel ein Plantreff aus den verschiedenen Bibliotheken, Büchereien in München und im ganzen Würmtal. Also es war eine äußerst positive Reaktion der Bürgerinnen und Bürger, so auch der Presse. Und ja, das Gute ist, es geht quasi weiter. Also die Schatzsuche wird fortgesetzt. Wir haben uns beworben für ein sogenanntes Andockverfahren, also wo für europäische Projekte auf der nationalen Ebene nochmal kleine Bausteine finanziert werden, um die zu transportieren oder übertragen in eine andere Region. Und das steht nächstes Jahr an mit dem Verein Dachauer Moos. Da werden wir wieder auf Schatzsuche gehen, werden diese Schatzkarte weiterführen und eben auch einen Baustein von unseren Partnern in Frankreich übernehmen. Also einfach noch die ganze Geschichte ein bisschen weiterführen. Und damit übergebe ich jetzt an Robert Rosser. Ja, auch ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein. Wie wir feststellen, haben wir ja alle hier irgendwie studiert. Ich Landwirtschaft, vor 25 Jahren habe ich mein Diplom gemacht und letztes Jahr war ich zum ersten Mal wieder nach 24 Jahren auf dem Campus gewesen. Und warum? Wegen dem Lostama-Projekt. Also insofern hatte das Projekt schon eine große Wirkung auf mich, nämlich diese Verbindung zwischen unserem Verein, zwischen der Praxis, ich bezeichne mich jetzt als relativ praxisnah unserem Verein, und der Wissenschaft dann halt auch herzustellen. Und mit diesem Projekt, das wir dort hatten, wurde auch die Verbindung zur
zur Politik dann halt auch hergestellt. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass eben, wie auch heute schon gesagt wurde scheinbar, dass diese Verbindung zwischen, zwischen Landschaft, Forschung und Praxis und Politik natürlich dann halt auch herzustellen. Ein Ausdruck davon ist eigentlich letztes Jahr bei der Ortho School, die hier auch an, in der Universität bei uns am Umwelthaus stattfand, am Obergrashof im Dachauer Moos. Und dort wurde nämlich visualisiert. Ja? Und das fand ich unheimlich inspirierend, was die Studenten in wenigen Stunden eigentlich, wo sie einen Eindruck bekommen haben, über unsere Landschaft eigentlich da rausgeholt haben. Ich habe jetzt mal nur eingangs ein Bild dann halt auch dort, das hat im Prinzip ja unsere Landschaft sehr gut charakterisiert, aber es waren auch ja, Visionen, wie sich diese Landschaft entwickeln kann. Und dieses Bild zeigt eigentlich, wie die Siedlungen, also die roten Punkte, unsere Landschaft, das Grün eigentlich vereinnahmen. Und wie Siedlung und Infrastruktur immer weiter in diese Kulturlandschaft halt hineinkommt. Wir sind ein Niedermoor, Dachauer Moos, Niedermoor, und bereits vor 150 Jahren wurde dort Torf abgebaut von den Münchner Brauereien. Eine sehr bayerische Geschichte, also mit anderen Worten, das Moor wurde dazu hergenommen, um Bier zu brauen. Und die Idee war eigentlich, wer sind diese Entscheidungsträger, die über diese Landschaft und über die Entwicklung der Landschaft letztendlich entscheiden? Wer bestimmt das Schicksal unserer Landschaft? Und das sind, ist die Politik. Und wie überzeugen wir jetzt eigentlich die Politik davon, diese Landschaftsentwicklung bei all ihren Entscheidungen im Gedächtnis zu haben? Ich habe es gestern auf Englisch gesagt, machen wir doch ein Promotion-Event. Ja, also eine Versammlung, eine Konferenz, wo die Landschaft ja, im Mittelpunkt steht, wo die Politiker anwesend sind. Und das war die Idee eigentlich auch meiner Vorgängerin gewesen. Ich bin erst seit anderthalb Jahren Geschäftsführer vom Verein. Und da musste ich schon ganz schön schlucken. Das hat sie mir erst gesagt, als ich mal ein Bewerbungsgespräch hatte, dass das auf dem Schirm steht. Weil so eine große, professionelle Veranstaltung, als kleiner Verein, zu organisieren, das würde uns dann praktisch überfordern. Und es war klar, es muss auch etwas Größeres sein. Irgendwo im Wirtshaus oder im Landrats, im Landratssaal zu sitzen, das kann es eigentlich nicht sein. Und da danke ich eben dem Lustammerteam, nämlich ohne dem Lustammerteam hätten wir das gar nicht eigentlich geschafft, weder zeitlich noch finanziell. War eigentlich das Schloss, das Dachauer Schloss, das ist also schon mal eine schöne Location, die wir dann halt auch dort hatten. Und als ich dann die Leute dann halt auch eingeladen habe und die fragten dann, wo ist das denn, als ich dann sagte, ja, das ist ein Schloss, war toll. Und da ist ja schon mal die Bereitschaft, war schon mal viel größer, dort dann halt auch teilzunehmen. Es gab dann einen sehr, sehr schönen Namen, Let's Do More, also ich finde eine Metapher, nicht, also auch hier wieder diese Visualisierung praktisch von dem, was wir machen wollen, in Sprachform. Am Nachmittag gab es dann, konnten wir noch das Ministerium gewinnen, das Umweltministerium, 10 Jahre Klimaschutzprogramm Bayern zu feiern. Und es war sozusagen zweigeteilt, die Veranstaltung. Und ja, dann ging es dann halt auch los, letztes Jahr im Oktober, kurz vor der Landtagswahl. Und mir war es eigentlich wichtig, dass zuerst Menschen sprechen. Und zwar nicht irgendwelche Funktionäre, sondern wirklich Leute, die dort wohnen und arbeiten. Wir hatten einen Jäger, wir hatten einen Historiker, einen Bauern, einen ehrenamtlichen Landschaftspfleger, einen Fotografen. Und die hatten sehr verschiedene Blickwinkel, wie diese Landschaft, warum sie diese Landschaft wertschätzen, was sie an dieser Landschaft wertschätzen und warum diese Landschaft erhaltenswert ist. Und das war im Prinzip, wir haben damit fast das Volksbegehren vorweggenommen. Weil dadurch wurde eigentlich deutlich, dass nicht nur irgendwie ein paar Naturschutzfreaks
diese Landschaft oder Planer diese Landschaft behalten wollen. Nein, es sind die ganz normalen Bürger. Und das war wichtig, dass das auch die Politiker im Vorfeld dann auch schon, bevor sie überhaupt reden, auch schon halt auch mitbekommen. Dann gab es natürlich die politischen Perspektiven. Ich freue mich auch heute, dass mein Vorsitzender vom Verein, der Herr Bürgermeister Felbermeier und der Herr Landrat Löwen vom Landkreis Dachau anwesend sind, auch nachher eben etwas für die Politik und Landschaft halt auch etwas sagen werden. Wir hatten einen Schirmherr, sage ich mal, das war der Herr Minister, der auch anwesend war, auch ein Zugpferder natürlich. Und natürlich wurde bei diesen Reden auch auf die Problematik hingewiesen, zwischen Grüner und Infrastruktur zu entscheiden. Also auch diese Konflikte wurden ganz klar herausgestellt, aber es wurde auch eine gemeinsame Perspektive für diese Landschaft entwickelt, die wir auch im Vorfeld dann halt auch zusammen mit der Landeshauptstadt und dem Lutz-Dammer-Team dann halt abgestimmt haben, den Politikern vorgelegt haben. Und das wurde dann halt auch vorgetragen. Und diese Perspektiven entwickeln wir weiter. Diese Perspektiven wurden aufgegriffen und werden umgesetzt. Ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis dieser Konferenz, das ist also nicht bei Reden bleibt, sondern wir sind auch zur Tat geschritten. Mein persönliches Highlight war aber der Markt der Möglichkeiten. Ein sehr interessantes Format, das ich nur empfehlen kann, halt für dergleichen Veranstaltungen, also keine Frontalverträge, sondern im Prinzip sehr kurze Schlaglichter. Die Leute, die Menschen sind in Bewegung. Es sind kurze Schlaglichter. Jeder erzählt 2 Minuten etwas über diese Perspektive, über diese Möglichkeit, die es für die Landschaftsentwicklung gibt, aus nah und fern. Wir haben im Prinzip ja über den Tellerrand geschaut. Das fing an bei unseren Nachbarn, bei der Christi Joras, beim Heideflächenverein, und es ging bis nach Salzburg mit einem Ökopool. Vom Lost-Dammer-Projekt und dem Planungsverband in Frankfurt, Regional Park in Frankfurt. Wirklich, und dann anschließend konnten die Menschen in die Diskussion dann kommen, auch mit den Referenten dann halt auch dort, und konnten dorthin gehen, was sie besonders interessiert. Und nur mal als Beispiel, die bayerischen Staatsforsten, ich habe im Vorfeld mit denen abgestimmt, haben zum ersten Mal in der Öffentlichkeit im Prinzip erklärt, dass sie ein Ökokonto eröffnen wollen, auch im Dachauer Moos, weil wir haben 400 Hektar Fläche im Dachauer Moos, die bayerischen Staatsforsten, geschlossene Flächen, wo wir auch tatsächlich in diesem dicht besiedelten Gebiet hoffentlich konfliktfrei Wiedervernässerung durchführen können. Das hat auch gleich der Landkreis München dann halt auch aufgegriffen, und mit Förderung vom Klimaprogramm Bayern werden dort entsprechende Gutachten, hydrologische Gutachten erstellt, ob und wie die Möglichkeit besteht, dort wieder zu verlassen, dann halt, oder rede lieber vom Oberboden durch Feuchtung, das hört sich nett an. Also das war sicherlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um zu sehen, was ist alles möglich, was können wir tun und was werden wir auch tun. Und dann der Nachmittag, wie gesagt, ein sehr buntes Programm dann halt auch, da war die Wissenschaft da, der Herr Professor Drösler von der Hochschule. Wir hatten eine Podiumsdiskussion mit einem sehr interessanten Moderator. Also wenn es ein Kochrezept für eine derartige Veranstaltung geben sollte, gehört der Moderator unbedingt dazu als Zutat. Wir hatten sehr, sehr viele Gespräche, wir hatten Fotoausstellungen, wir hatten Musik. Und ich denke mal, auch für die Öffentlichkeit, die Verbände konnten mit den Politikern, konnten mit den Fachleuten ins Gespräch kommen. Und das war sicherlich ein wichtiges Ergebnis dieser Konferenz dann halt auch. Mittlerweile sind wir auch Partner, unser Verein ist Partner des Umweltministeriums im Natura 2000 Netz. Wir haben ein Natura 2000 Gebiet dort bei uns im Dachauer Moos. Ich habe einiges an Landschaftspflegemaßnahmen organisiert. Wir kommen bei den Kompensationsflächen voran. Insgesamt hat das Ganze eine Aufbruchstimmung erzeugt. Sowohl bei mir im Verein, ich hoffe auch bei der Politik, und let's do more, los dann mal. Danke. Ja, schönen, wunderschönen guten Nachmittag auch von mir. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Danke, Losdammer.
Christine Joas ist mein Name. Ich bin Geschäftsführerin des Heideflächenvereins Münchner Norden e.V. Ein vergleichbar strukturierter Verein wie Verein Dachauer Moos liegt auch im Münchner Norden, allerdings auf den Schotterfluren, also in den Trockenstandorten, wie der Name Heide ja schon ausdrückt, die sich jetzt hier aber, wo es sich hier um Kalkmagerrasen handelt, also auf Kalkschotter. Wir haben auch noch schöne, lichte Wälder, Kieferwälder hier. Ja, komm mit in die Heide, haben wir unser Projekt jetzt genannt. Oder das ist der Projekttitel, der eigentlich entstanden ist während des Prozesses. Entdecke die Landschaften im Münchner Norden. Für uns hat sich als Thema herauskristallisiert, der Verein ist ja ein Zusammenschluss von 6 Kommunen hier im Münchner Norden und 2 Landkreisen. Wir haben bereits vor vielen Jahren, also ungefähr über 10 Jahren schon, der Verein wurde ja 1990 schon gegründet, vor 10 Jahren ein Landschaftskonzept im Münchner Norden, auch in Kooperation mit der Landeshauptstadt München, erarbeitet. Also es war eine sehr intensive Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene, interkommunal und auch eine freiwillige planerische Tätigkeit der Gemeinden, die auch mit einem sehr langen und ausführlichen Diskussionsprozess begleitet war. Und Ergebnis davon ist ein Konzept entstanden zur Landschaftsentwicklung im Münchner Norden. Also es gibt ja, Sie sind ja bestimmt vielleicht mit der Autobahn oder auf der Autobahn oder auch mit dem Zug von München hierher gefahren. Vielleicht denken Sie sich ja, was gibt es denn hier für eine schöne Landschaft? Also es ist ja flach, die Münchner Schotterebene. Man sieht jetzt von der Autobahn aus vielleicht nichts Besonderes. Und Ziel von diesem Projekt ist jetzt eben, diese Schönheiten der Landschaft und auch Besonderheiten, die es dort gibt, eben besser wahrnehmbar zu machen, zu visualisieren und eben unter anderem auch dieses Landschaftskonzept im Münchner Norden, dieses Planwerk, das sehr komplex ist, das zum Beispiel Ziele für, wir haben ja über 1000 Hektar, ein Natura 2000-Gebiet, Heideflächen, Lohwälder im Münchner Norden. Wie kann das in so einem Ballungsraum erhalten werden, weiterentwickelt werden? Wie können Themen wie Erholung, die Öffentlichkeit, die Bürger möchten ja auch raus in ihre heimatliche Umgebung, wie kann das integriert werden? Wir haben hier im Münchner Norden noch 7 große Schäfereien, die Wanderschäferei, Hüteschäferei betreiben. Wie können all diese Belange miteinander leben und weiterentwickelt werden? Und das ist eben in diesem Konzept enthalten. Wir haben aber davon eine Karte, wo ich selbst sage, habe ja auch hier studiert als Landschaftsplanerin, ist es für mich und unsere Kollegen schon teilweise schwierig, das zu lesen. Wie kann vielleicht ein Bürger oder auch die Politiker, wie können die so eine Karte lesen? Also wir haben sehr viel drucken lassen, wir haben auch noch ziemlich viel von den Karten und jetzt war eben unser Ziel und dank Losdammer konnten wir das jetzt auch realisieren, das lebendig zu machen, erlebbar zu machen. Also Landschaft auf den Schirm bringen war so ein spontaner Begriff, der am Anfang gestanden ist und diese Inhalte eben in einer Story-Map zu visualisieren, die Landschaftsgeschichte, die ja eine Geschichte der Kulturlandschaft ist, die Heideflächen und Wälder eben mit Fotos, mit Panoramaaufnahmen, Kurzfilmen und Karten anschaulich darzustellen. Insbesondere auch dieses komplexe Kartenwerk versuchen, so aufzubereiten, dass es lesbar ist. Da hatten wir jetzt auch so einen tollen Vortrag von Professor Schulz im Vorfeld oder vor unseren Beiträgen, die mich auch sehr inspiriert haben, also eben diese Arbeit mit Bildern, damit zu experimentieren.
Gleichzeitig möchten wir eben auch Wege in diese Heidelandschaft aufzeigen. Wie kommt jetzt der Bürger von Unterschleißheim raus aus seiner Siedlung? Wo sind Wege? Wie komme ich dahin in die schöne Natur? Und auch Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Und dann ein weiterer Aspekt war jetzt in Gesprächen mit unseren Mitgliedskommunen auch diese Schnittstellen zwischen unserer Homepage Heideflächenverein und der von den Kommunen anzuschauen, weil ich schon lange also festgestellt habe, sind zwar die Kommunen Mitglied im Verein und treffen sich auch bei Sitzungen, aber wenn die wieder nach Hause gehen, die Bürgermeister oder auch Stadtgemeinderäte, dann machen sie dort wieder ihre Arbeit. Da geht es ja ganz viel auch um diese Kerninfrastrukturen, Kindergärten und alles mögliche Straßen. Aber diese Verknüpfung fehlte mir da oft auch. Und das haben wir eben auch näher untersucht. Danke Linda Wertemeier, die auch Besuche in den Gemeinden gemacht hat, und da haben wir, ist sie eben auch auf ganz offene Ohren gestoßen, zu schauen, wie kann das besser verknüpft werden, wie kann eben diesen Belang Biodiversität, Natur auch eine größere Bedeutung auch in diesen öffentlichen Auftritten der Internetseiten geboten werden. Den Begriff Natur oder Naturschutz gibt es ja oft auf den Homepages der Gemeinden gar nicht. Da gibt es oft Freizeit, Sport, aber Natur, das ist dann vielleicht auf irgendeiner Unterseite mal angesiedelt. Ja, ein weiterer Aspekt, der dann durch die Zusammenarbeit mit der Hochschule auf uns zugekommen ist, die dann kritisch untersucht hat, ja, was ist aus diesem Landschaftskonzept eigentlich geworden? Hat es irgendwelche Effekte gehabt? Was wurde denn eigentlich umgesetzt in den 10 Jahren? Da gab es ja auch einige sehr interessante Studienarbeiten, die eben auch zu Ergebnissen gekommen sind, dass viele Dinge wurden umgesetzt, aber manches kann noch umgesetzt werden. Also da sind wir auch auf dem Weg. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir das auch mal kritisch gezeigt haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also gemeinsam für unsere Landschaften. Auf dieser Folie ist jetzt das Projektgebiet dargestellt. Hier, also da unten, also jetzt als München. Dann sind jetzt hier unsere Gemeinden drauf, Oberschleißheim, Garching, Unterschleißheim, Elchwing und Neufahrn, die Mitglied eben sind im Verein, und die Landkreise sind ja auch mit dabei. Und hier so die Titelseite von einem Lettorello, das dann auch entstanden ist. Ein paar Exemplare habe ich mitgebracht, die sind jetzt noch so ein bisschen in Work in Process. Also noch nicht im Druck, aber da auch nochmal vielen herzlichen Dank an die Hochschule, Professor Olaf Scholz mit seinem Team, die uns da eben hier mit diesen ganzen neuen Techniken Karten aufzubereiten, eben diese Story Map entwickelt haben. Ja, Ergebnisse. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, also wir wollten eben diese Vernetzung aufzeigen. Also das ist jetzt zum Beispiel der Ausschnitt einer Karte, wie der erste Teil von dem landschaftsplanerischen Konzept damals, das war in den 90er Jahren. Also da sieht man eben auch schon so Kernbereiche des Naturschutzes, sind hier orange, Entwicklungsbereiche, gelb. Dieses Blau-Grüne, sind jetzt die Erholungsschwerpunkte. Und alles dazwischen gibt es dann Radwege und so weiter. Also diese Vorstellung, dass man eben nicht nur jede Gemeinde plant, ihre eigenen Flächennutzungsplan, sondern man sieht ja das hier auch, hier liegen ja die Gemeinden und da ist München. Und dazwischen diesen großen Raum planen die Gemeinden gemeinsam. Obwohl es da auch kein formales Planungsinstrument gibt, sondern mit diesem
Landschaftskonzept eine, wie soll ich sagen, auch eine Willenserklärung abzugeben. Und auch der Beschluss in den Gemeinden, diese Ziele in die eigene Bauleitplanung einzuarbeiten, was auch in großen Teilen geschehen ist. Natürlich gibt es da auch Konfliktfelder. Wir wollen Orientierung geben. Also, wie komme ich in die Heide? Welche Naturerlebnisse sind dort möglich? Hier zum Beispiel der stängellose Enzian, eine dealpine Art, die hier auch vorkommt. Oder hier Impressionen, einfach Bilder, hier Luftaufnahmen, hat jetzt Linda Lerkenweiler noch organisiert. Von oben hier ein Blick auf unser Heidehaus, ein Umweltbildungszentrum, das der Verein gebaut hat in München-Fröttmanning, das auch als Tor zur Heide dient. Und Wege in die Heide. Es gibt eins, wir haben 2005 schon damals zur Buga einen Heide-Erlebnispfad errichtet. In der Landschaft, so 20 Kilometer lang, mit 20 Stationen. Und das soll jetzt eben durch diese Darstellung auf der Homepage der Zugang zu diesem Pfad auch dargestellt werden und erleichtert. Alles findet sich jetzt schon, die Storymap, auch auf unserer Homepage, heideflickenverein.de, mit AE in der Mitte. Ja, und soweit so gut. Was hat uns das gebracht, das Losdammer-Projekt? Ja, es hat uns das gebracht, dass wir das überhaupt realisieren konnten. Es war schon ein langjähriger Traum von mir, muss ich schon sagen. Also gerade die Anbindung der Homepages zu verbessern und auch diese Karte vom Landschaftskonzept, einfach, weil es so eine wichtige fachliche Arbeit ist, so aufzubereiten, dass die eben viele, dass sie besser ankommt bei vielen Menschen. Und dadurch, deshalb danke ich eben sehr für diese Unterstützung. Ja, ich wollte jetzt nochmal abschließend ein paar Worte sagen. Also ich finde es total schön, dass das so viel Freude gemacht hat. Also das merkt man eben euch auch an. Und ich denke, es ist, man hat gemerkt, es geht weiter. Es sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Sachen gewesen, die dann rum sind und dann war es das und dann macht man die Dokumente im Schrank und gut ist, sondern es geht weiter. Eben auch gerade, was Frau Joas jetzt nochmal erzählt hat, der Austausch mit den Kommunen, was deren Internetseiten angeht, das war ganz spannend. Das werden wir auch weiterführen. Wir haben noch nicht mit allen Kommunen gesprochen, die Resonanz war super. Und ich glaube, was man generell aus diesen drei Projekten jetzt so Resümee ziehen kann, ist einfach, dass so ein EU-Projekt einfach die Möglichkeit eröffnet, über die alltägliche Arbeit, die ja jeder hat, irgendwie so ein bisschen hinauszugehen, einfach mal irgendwas zu experimentieren und einfach gemeinsam mit einem größeren Team, man hat Unterstützung, dass man dann einfach wirklich was auf die Beine stellen kann. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz, ich habe tatsächlich eine Person gefunden, die sich gestern für sich selber eine Karte mitgenommen hat. Also das war quasi unsere kleine Schatzkarte, die rausgekommen ist. Wir haben ein Exemplar da, darf sich gerne jeder angucken. Und ansonsten wollte ich noch mal sagen, liegt hier eben aus mehrere Exemplare. Das sind Postkarten, die alle unsere lokalen Projekte der Partnerinstitutionen zeigt, erklärt die Institutionen, mit Adresse nennt und einfach nochmal einen Überblick gibt, was wir eben auch über München hinaus mit diesem Projekt erreicht haben. Und damit sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Rest des Nachmittags. Weniger eine erklärende als eine organisatorische Frage, ob Sie auch mal mit der Landeshauptstadt gerade dieses Projekt mit den Schatzgebieten, das wäre jetzt in der Landeshauptstadt auch toll, wenn man da solche Gebiete hätte. Hatten Sie da mal irgendwelche Verhandlungen, ob man das in der Landeshauptstadt auch weiterführt, auch mit, wie auch immer, an
Also ich bin tatsächlich Mitarbeiterin der Landeshauptstadt München und dieses ganze Projekt war bei der Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung und Bauordnung einsortiert. Wir waren Lead-Partner und natürlich eben geht es jetzt erstmal weiter im Bereich des Dachauer Mooses. Es ist aber tatsächlich auch etwas, was wir so spannend finden, dass wir danach auch weitermachen wollen und generell überlegen, wo man so eine Schatzsuche, so eine Schatzkarte noch verorten kann.